Und wir wechseln jetzt unser Thema. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben heute Vormittag Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink bekannt gegeben, dass das Land bis 2024 100 neue Kindergruppen aufstellen will. Die größten Herausforderungen, haben Sie heute Morgen auch gesagt, dieses Ziels liegen laut Land eben aktuell am Personal. Ein Thema, das natürlich alle Bereiche, aber vor allem eben auch die Kinderbetreuung betrifft. Hier soll jetzt eine Ausbildungsoffensive Abhilfe schaffen. Ich darf jetzt bei mir im Studio via Zoom live zugeschaltet begrüßen die Obfrau des Landesverbandes der selbstorganisierten Kindergruppen in Vorarlberg, Manuela Lang. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Sie haben sicher heute auch diese Pressekonferenz verfolgt. Vielleicht zur Einleitung noch: Vor knapp 2 Wochen haben Sie gemeinsam mit der Arbeiterkammer und dem ÖGB eine Pressekonferenz abgehalten, in der Forderungen formuliert worden sind rund um die Kinderbetreuung. Da ging es, wir gehen dann noch im Detail darauf ein, aber nur zum Überblick, darum, es braucht mehr Gruppen. Es soll kostenlose Kinderbetreuung geben. Die Öffnungstage waren ein Thema. Der Rechtsanspruch für Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr war ein Thema. Und eben auch das Problem des Personals wurde dort schon angesprochen. Jetzt, wie haben Sie diese Pressekonferenz heute verfolgt? Sind Sie jetzt beruhigter? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Oder was würden Sie dazu sagen? Also ich habe die Pressekonferenz mit großem Interesse verfolgt und mir sind drei wesentliche Punkte aufgefallen und wahrscheinlich ist das jetzt ein bisschen nicht so sehr objektiv, aber das waren einfach die ersten, die mir eingefallen sind. Der erste war so, die Gemeinden sind in der Pressekonferenz stark im Fokus gestanden. Ich habe das Gefühl gehabt, die privaten Träger werden oft vergessen. Es ist zwar ab und zu erwähnt worden, dass private Träger und Gemeinden dieses Gesetz füllen müssen und dafür das Gesetz zuständig sind. Aber vor allem, wenn ich mir dann die Förderrichtlinien angeschaut habe, die ja so noch nicht veröffentlicht sind, aber in der Pressekonferenz oder in den Unterlagen drinnen waren, mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, das waren Verbesserungen für die Gemeinden sehr stark, nicht für die privaten Träger. Dann der zweite Punkt, den Sie eh auch angesprochen haben, waren die 100 neuen Gruppen. Für mich hat sich die Frage gestellt, okay, für welche Altersklasse? Das ist nämlich sehr ganz wichtig auch. Sind das wirklich für unter Dreijährige oder sind das für 3- bis 6-Jährige? Und eben dieses Thema, woher das Personal nehmen. Ja, also das, glaube ich, kam in der Pressekonferenz eh sehr klar und deutlich zum Ausdruck. Die Ausbildungsoffensive, die gestartet ist, da ist sicherlich Luft nach oben. Generell befürworte ich natürlich als Vertretung von den privaten Organisationen alle Maßnahmen, die zur Verbesserung und zur Nachschärfung der Richtlinien zum Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz kommen. Aber trotzdem ist es wichtig, wenn ich schon Plätze schaffe, was genauso wichtig ist, oder Gruppen schaffe, dass ich mir eigentlich schon im Vorfeld Gedanken über das Personal mache. Weil ohne Personal, und der Landeshauptmann hat ja das ganz klar gesagt, er wünscht sich Qualität und bestmögliche Betreuung für die Kinder. Ohne entsprechendes Personal kann ich das nicht gewährleisten. Aber jetzt als Expertin sozusagen oder auch diejenige, die das aus der Praxis kennt, wie realistisch ist denn das Ziel? Und bis 2024, das sind noch ja jetzt knapp 7 Monate, dann ist schon 2024, jetzt kann man sagen, ist am 1.1. schon soweit oder erst im September. Aber wie realistisch ist es denn, dass wir eine Personalsituation, die ja jetzt schon sehr angespannt ist, darüber wollen wir uns vielleicht dann auch noch kurz unterhalten, wie es denn aktuell aussieht, aber wie realistisch sehen Sie denn das? Oder ist das nur eine Zahl, die jetzt eben mal genannt wurde, aber praktisch aus der Erfahrung heraus eigentlich gar nicht umzusetzen ist? Doch, es ist sehr realistisch. Also natürlich kann ich Gruppen öffnen und ich kriege auch Personal dafür. Die Frage ist nur, welches. Und man wird sich halt dann einfach mit den Assistenzkräften oder mit Ungelernten behelfen. Und ich möchte es nicht in einem Zuge sagen, weil sonst heißt, Assistenzkräfte sind nicht gut genug. Wir haben wahnsinnig viele und gute Assistenzkräfte, die leider zu wenig berücksichtigt werden im Gesetz. Aber man wird sich dann einfach mit Ungelernten behelfen. Das ist ja auch möglich laut Gesetz. Hauptsache 18 Jahre und unbescholten und gesund. Und damit wird man es einfach füllen. Und da ist dann die Frage, ist damit wirklich die Qualität für die Kinder und für die Eltern gewährleistet, wenn ich meine Kinder von irgendjemandem betreuen lasse? Sie haben vorher auch erwähnt, dass eben nicht gesagt wurde, für welche Altersklassen oder welche Altersgruppierungen das sein soll. Eben, es gibt eben, Sie haben es gesagt, von 3 bis 6 Jahren, da ist dann oder die Kindergartenzeit sozusagen und dann gibt es eben die frühkindliche Betreuung, wenn es nach den Forderungen von der AK, ÖGB und wo Sie eben auch dabei waren geht, schon ab dem ersten Lebensjahr sollte es ja einen Rechtsanspruch geben auf diese Kinderbetreuung, also wirklich Kleinstkinderbetreuung auch.
Wie würden Sie denn sehen, wo sind denn die größten Mängel aktuell jetzt? Nicht so sehr vielleicht von den, ja, von den Plätzen vor allem natürlich, bevor wir jetzt dann eben auch noch über Öffnungszeiten und so weiter uns unterhalten. Ich glaube, das ist regionsbezogen. Also wir im Rheintal haben, glaube ich, eine relativ gute Auslastung schon und mögliche Angebote für Kleinkinder, vor allem im frühkindlichen Bereich. Da gibt es meiner Meinung nach sehr vieles. Bei uns fehlen einfach mehr die Plätze für die Dreijährigen aufgrund des Versorgungsauftrages. Ich bin mir aber sicher, dass es Regionen gibt, wo dieses U3, die U3-Betreuung und auch die Bildung von Kindern U3 noch nicht so gewährleistet ist. Und da natürlich brauchen wir diese Betreuungsplätze. Also man kann das nicht übergreifend über ganz Vorarlberg sagen. Also es gibt sicherlich Regionen, wo wir U3-Plätze brauchen, aber vor allem auch aufgrund des Versorgungsauftrages brauchen wir jetzt verstärkt natürlich Plätze für Dreijährige. Und dann ist eben das Thema der Öffnungszeiten. Das ist auch ein Thema, das wir immer wieder hören, dass das Problem natürlich ist, wenn ich berufstätig bin, alleinerziehende Mama zum Beispiel bin, was ja das klassische Beispiel ist, die wieder berufstätig werden möchte, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, selbst wenn ich einen Platz bekomme, weil es von den Öffnungszeiten nicht geht, weil ich es mit den Arbeitszeiten gar nicht kombinieren kann. Jetzt nehme ich an, in erster Linie ist es auch ein Personalthema, aber ist es auch ein politisches Thema? Na, es ist nicht unbedingt ein Personalthema. Da müssen wir wieder stark trennen und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht verankert. Es gibt zwar, wir wurden zwar zusammengenommen mit dem neuen Gesetz jetzt, die frühkindliche Betreuung und ab dem Kindergarten, aber bis jetzt war es so, und das ist jetzt durch das Gesetz ja auch anders, dass die Kindergärten, klar gab es Ganztageskindergärten, aber die meistens waren es die Kindergärten, die nicht diese Öffnungszeiten ermöglicht haben. Jetzt war es so, dass eine Mama, ein Kind, und ich weiß, da schreien jetzt einige auf, aber mit einem Jahr hat in die Kleinkindbetreuung geben können. Dort konnte es den ganzen Tag betreut werden. Das heißt, wenn die Mama wirklich einen tollen Job hat und 100% arbeiten hat gehen müssen, hat sie diese Möglichkeit gehabt. Wenn sie in den Kindergarten gekommen ist, wenn sie Glück gehabt hat, hat sie einen Ganztagesplatz bekommen, eher nicht. Das heißt, nur noch halbtägige Betreuung. Ganz schlimm ist dann worden in der Volksschule, oder? Volksschule, wenn ich kann mich nur erinnern an meine Kinder, wo sie klein waren, haben wir einen Vormittag gehabt, da war glaube ich, um 11 oder kurz nach 11 war die Schule aus. Ich habe gar nicht arbeiten gehen können an diesem Tag, weil der Hin- und Herweg hat sich gar nicht ausbezahlt, oder? Oder ausgezahlt. Also wir müssen auch da unterscheiden. Die Kleinkindbetreuung war schon immer so. Die Kleinkindbetreuung hat immer schon 5 Wochen maximal im Jahr geschlossen gehabt, das, was jeder Urlaub hat, und hat im Normalfall ganztägig offen gehabt, oft 10 oder 11 Stunden. Im Kindergarten nicht. Und das wurde jetzt ja mit dem Gesetz nachgeschärft. Das ist ja auch der Grund, wurde auch gesagt in der Pressekonferenz, warum wahrscheinlich auch viele Kindergärtnerinnen, Elementarpädagoginnen jetzt auch weggehen in die Schule, weil dort die Schulferien noch da sind. Mal schauen, was passiert. Da sind wir schon beim nächsten Punkt eben. Das ist auch ein Kritikpunkt, den Sie geäußert haben. Also wir wissen, Personalthema ist überall ein Thema, aktuell eben auch in den Schulen. Da wird jetzt auch verstärkt nach Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen gesucht. Und Sie haben das schon mal erwähnt in der Vergangenheit auch, dass eben viele Pädagoginnen, auch Kindergarten- oder Frühkindliche-Betreuungspädagoginnen jetzt diesen Weg wählen. Sie haben einen Punkt schon genannt, wegen den Ferien. Gibt es noch andere Gründe, warum das passiert? Naja, möglicherweise auch wegen der Belastung, oder? Vom Lärmpegel her etc. möglicherweise auch. Und sicherlich ist es ein Thema, und wobei es ist wahrscheinlich gar nicht mehr so krass ist, weil es wurde ja auch in der Pressekonferenz gesagt, es ist da gerade was am Verhandeln. Also die Gehälter werden gerade verhandelt. Das ist ja noch gar nicht spruchreif. Also da wird sich was nachbessern. Also am Gehalt wird es wahrscheinlich später nicht mehr liegen. Aktuell ist es aber noch so. Ich denke, wenn die Gehaltsreform kommt, wenn diese Verordnung rauskommt, ich bin mir sicher, da werden sie sich sowohl das Land als auch der Gemeindeverband wird sich da für Gutes einsetzen. Wir hatten ja so etwas schon mal. Da ist wirklich Gutes entstanden. Ja, ich freue mich sehr auf das und hoffe sehr, dass da einiges passiert, ja. Eingangs haben Sie auch erwähnt, es gibt natürlich verschiedenste Formen von Kinderbetreuungseinrichtungen. Es gibt zum einen eben die, die von den Gemeinden, vom Land oder eben auch der Politik, also den öffentlichen Stellen gestellt werden und betrieben werden. Es gibt private Kinderbetreuungseinrichtungen und es gibt natürlich auch immer mehr betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen. Wie als Vertreterin auch der privaten Kinderbetreuungseinrichtungen, wie sehen Sie hier die Unterstützung, die Zusammenarbeit? Ist das ein Begegnen auf Augenhöhe, sage ich jetzt einmal, oder wie sieht es da aktuell aus? Also ich zähle die betrieblichen auch zu den privaten, weil alles, was nicht öffentlich ist, also nicht von Gemeinde oder Stadt, ist, zählt für mich unter privat.
Generell ist die Zusammenarbeit mit dem Land vorhanden und wir versuchen uns sehr einzubringen. Aber auch die Pressekonferenz hat mir heute wieder gezeigt, es wird halt, verstehe ich natürlich schon auch, oder? Sehr stark zwischen Land und Gemeinde verhandelt. Fakt ist, dass die privaten Träger halt dann immer abhängig sind von der Gemeinde. Und ich hätte mir sehr gewünscht, wo immer wieder vom Land auch gesagt wird, dass sie uns mehr mit einbeziehen, dass wir mit einbezogen werden. Weil schlussendlich mittlerweile wendet sich das Blatt, wie es jetzt scheinbar aussieht. Sehr viele Einrichtungen werden von Gemeinden übernommen, was ich sehr schade finde, und auch wirklich davor warnen möchte, weil die Qualität liegt beim Träger. Und wenn der Träger einfach den Background nicht hat und das pädagogische Verständnis nicht hat, wird es schwierig mit der Qualität. Aber ich wollte jetzt nochmal zurückkommen. Also ich hätte mir gewünscht, dass man, oder ich würde mir auch wünschen zukünftig, dass wir mehr eingebunden werden, weil wir sind schlussendlich von den Gemeinden abhängig. Und es gibt noch immer Träger, die nicht die volle Kostenförderung bekommen für Personalkosten. Ich bin jetzt zum Beispiel in Lustenau, und es gibt andere Gemeinden auch. Da sind wir sehr dankbar, dass das Land 60% der Personalkosten zahlt und Lustenau die restlichen 40. Das ist unglaublich wichtig, damit wir überhaupt bestehen können. Also da ist insofern sehr gute Zusammenarbeit. Nur bei diesen Verhandlungen oder wenn es wieder neue Verordnungen gibt, wäre es schön, wenn wir unsere Expertise mit einbringen könnten, weil die Realität ist oft anders, als man am Schreibtisch oder sonst wie sich überlegt und sich für gut befindet. Apropos Kosten, jetzt ist eben auch eine der Forderungen, ich habe es vorher erwähnt, dass eben die kostenlose Kinderbetreuung angeboten werden soll, am besten, weil natürlich das immer auch ein Thema ist, kann ich mir das leisten? Also ich kenne das auch selbst aus dem Bekanntenkreis, wo man sagt, naja, wenn die Mama 20 Stunden arbeiten geht, dann geht das Geld mehr oder weniger dann 1:1 für die Kinderbetreuung drauf, je nachdem, in welcher Gemeinde man halt ist oder was für Angebote es gibt, wo es dann sagt, naja, dann kann ich leider heimbleiben, dann macht es keinen Sinn, weil dann ist das Geld gleich wieder futsch. Wenn jetzt eben mehr Betreuer eingestellt werden sollen, wenn die eben auch angemessen und mehr bezahlt werden sollen, wie soll es denn finanziert werden, beziehungsweise wo soll das Geld dann herkommen? Oder wie viel Bereitschaft sehen Sie auch von der Politik, hier tatsächlich die benötigten Mittel auch einzuwenden? Jetzt mag ich natürlich niemanden in den Rücken fallen, oder? Aber dieses Positionspapier, was wir ausgearbeitet haben, war natürlich genauso wie in der Politik auch ein Kompromiss, oder? Und ich weiß schon, dass Gewerkschaft und so weiter immer diesen, und auch NEOS und die SPÖ auch schon seit langem das fordert mit diesem Gratis-Betreuungsplatz. Ich sehe das sehr kritisch persönlich, obwohl ich dazu gestimmt habe, damit wir uns einig werden. Man bringt immer Wien als tolles Beispiel. In Wien sind die Betreuungsplätze gratis. Das stimmt einfach nicht. Die Betreuungsplätze der öffentlichen Einrichtungen sind gratis. Aber der privaten Träger, da zahlen die Eltern genauso was, und da werden die Träger dann sehr erfinderisch, weil sie dann für dieses und jenes einen Nikolausbeitrag einheben, 50 Euro oder sonst wie. Also da wird man dann sehr erfinderisch, damit man überhaupt überleben kann. Vor allem, was ich sehr gut befinde, wo ich sehr froh bin, wo in der Pressekonferenz gesagt wurde, dass die soziale Staffelung angehoben wurde, ich glaube, um 8,3%. Ich hätte mir gewünscht, um wirklich die Inflation um 10% oder so, weil die soziale Staffelung schon sehr vielen Eltern hilft. Da ist dann auch immer die Frage, wie handelt es der Träger? Wir zum Beispiel, also ich in meiner Einrichtung, ich gehe direkt auf die Eltern zu, ich schreibe sie direkt an, ich sage, hey, bitte bringen Sie mir und lassen nicht die Eltern zu mir kommen, weil das ist auch immer so eine Hürde. Also ich glaube, wenn wir bei den sozialen Staffelungen dann noch mehr reingeben und noch mehr schauen, dass es wirklich viele Leute trifft, dann haben wir dieses Problem nicht, weil sonst haben wir Gießkannen. Die Politik verwendet diesen Begriff einmal, Gießkanneneffekt, oder? Wenn wir es für alle gratis machen, dann zahlt der keine Ahnung, 100, 120.000 Euro im Jahr verdient, und ja, wir haben genügend Leute, die sowas verdienen, man würde sich wundern, zahlt genau nichts wie diejenige, die an der Kasse steht und gerade mit 1.200 Euro heimgeht. Ja? Und das finde ich halt auch unfair. Also das ist keine Fairness. Jetzt sind wir schon recht weit in der Zeit, aber jetzt wollen wir natürlich die Gelegenheit auch nutzen, wenn wir schon diese Ausbildungsoffensive des Landes uns ansehen oder eben auch gehört haben, dass da jetzt einige abwandern. Aber was würden denn Sie sagen? Was macht denn Ihren Beruf tatsächlich aus? Warum sollte man sich denn als junger Mensch entscheiden, in diesen Weg zu gehen, wenn es dann doch eben laut ist, Bezahlung nicht so ideal ist und jetzt die Ferien auch noch wegfallen? Also ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich habe in der Bank Lehre gemacht und dann auch jahrelang in der Bank gearbeitet. Und meine Mama hat immer gesagt, die Bank ist ein sicherer Job.
Die Kinderbetreuung ist definitiv ein sicherer Job. Banken können crashen. Kinderbetreuung, wir haben es in der Krise gesehen, in den Blackout, in den Blackouts, Entschuldigung, in den Lockdowns. Die Kinderbetreuungen, zumindest privaten, waren großteils durchwegs offen. Also das ist ein sicherer Job. Ich möchte jetzt aber nochmal umswitchen, weil ich glaube, jeder muss selber schauen, ob das für ihn auch der Job ist, weil das ist ein Job, das ist eine Berufung, das ist nicht nur ein Job, es muss eine Berufung sein. Und bei dieser Ausbildungsoffensive, ich wünsche mir so sehr, dass es endlich gehört wird, dass wir die Schwelle geringer machen. Wir haben so viele tolle Assistenzkräfte, so viele tolle Leute, die schon jahrelang in diesem Beruf arbeiten und noch immer ist diese Schwelle mit der Matura und dem Studium, Studienberechtigung. Wenn ich das Glück habe und mit 15 in die BAföG komme, muss ich keine Matura vorweisen. Da kriege ich die Matura plus Kindergärtnerin am Schluss. Ja? Wenn ich schon jahrelang, 10, 15, 20 Jahre in der Kleinkindbetreuung im Kindergarten arbeite, muss ich zuerst die Matura nachmachen, um überhaupt in das Kolleg gehen zu dürfen. Das ist ein No-Go. Das muss runtergesetzt werden. Und dann würden auch die Leute kommen. Dann würden sich auch die Leute dazu bereit erklären, weil der Uni Lehrgang in Graz so hochgelobt wurde von der Frau Statthalterin. Das ist nice, das ist wirklich nice, aber 5 Plätze für ganz Vorarlberg, da muss ich nicht stolz drauf sein. Also ich habe meine Leute gar nicht angemeldet, weil ich genau weiß, da kommen die nicht rein. Ja? Also da muss man einfach anders ansetzen und auch die Assistenzkräfte, die ja noch gar nicht im Gesetz definiert sind, was für eine Ausbildung die brauchen scheinbar noch gar keine Ausbildung, die sollte mal definiert werden, damit auch da einmal eine klare Legitimität reinkommt. Das würde ich mir wünschen. Diesen Appell hat jetzt sicher die eine oder andere verantwortliche Stelle gehört. Wir hoffen, dass er auch Gehör findet. Frau Lang, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bedanke mich fürs Gespräch. Wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Spaß bei Ihrer Berufung. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend.